Das hier war übrigens der Grund, warum ich nochmal kurz außer Haus musste im Intro. Hier ist die Loot Chest für den Monat Mai. Mein Geburtstagsmonat. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich packe die jetzt mal aus. Gucken gemeinsam rein. Und ja, ich sehe hier 1,5 Kilo schwer. Ist ein ganz gutes Gewicht. Es raschelt ein bisschen. Ich bin gespannt. Ich freue mich jeden Monat darauf, diese Chest, Loot Chest aufzumachen. Ist wie Weihnachten und Geburtstag. Hola Kapostel. Grüß dich. Na? Junge, Beat Saber würde mich, glaube ich, umbringen. So anstrengend sieht das aus. So. Der Muskelkater bleibt auf jeden Fall eine Weile. Aber wenn du das regelmäßig machst, sage ich dir als Sportskanone, wird es besser. So, wir greifen mal rein und gucken, was drin ist. Ich zeige euch schon mal ein bisschen was vom Shirt. Was könnte das sein? Oh mein Gott, Wasteland? Was ist das? Wasteland war doch auch ein Spiel, oder? Oder ist das, was ist denn das? Nee, ist das wieder eine Anspielung auf Wasteland Academy? Sagt mich jetzt gar nichts. T60 Power Armor. Nee, das ist Fallout. Oder? Das müsste Fallout sein. Power Armor T60 ist Fallout. Ja. Cool. Das finde ich zum Beispiel. Ich finde das zum Beispiel, es ist zwar ein großes Motiv und ich bin eher so ein bisschen was, hab gerne dezente Motive, aber das finde ich ganz passend so. Das finde ich ganz hübsch. Nur im Radioaktiv, da weiß jeder Bescheid, der ist giftig und toxisch oder wie auch immer. Obwohl es ja nicht stimmt. Cooles Shirt. Next. Oh nein. Oh nein. Ich fühle es. Ich fühle es. Ich, als ob, jetzt komm. Als ob die mir letztes Mal zugehört haben, es gezocken. Wir haben NASA-Socken. Aber die sind leider ein bisschen unspektakulär, oder? Die sind doch eigentlich ein bisschen zu seriös. Ja, die muss ich aber dazu packen, oder? NASA-Socken, man sieht sie halt nicht, wenn... Es ist halt alles schwarz, ja, ne? Die sind eigentlich langweilig für Socken. Ich weiß nicht. Ja, da hätte hier noch was hingemusst, so. Nehmen wir die auf in die Rotation? Ich meine, klar, kann man ja machen. Die werden wahrscheinlich aber sehr selten genommen. Die muss ich gleich mal anziehen. Was ist denn das für eine Größe? Komm. Egal. Marungo, hau rein. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Mach mal die Mucke wieder an. Wie fühlen die sich an? Ich zieh die halt gleich. Andere ziehen sie über die Füße, um zu checken, wie gut die sind. Ich ziehe sie gleich erstmal über die Hände. Ja, die sind eng. Die sind eng. Aber ich finde die langweilig, weil für den Stream zumindest. Naja. Obwohl hier unten ist viel Spiel. Die sind cool. Dankeschön, Maromo. Ich nehme die mal auf. Als neue Sockenoption. Die sehen zu bequem aus. Deswegen nehme ich sie einfach mal auf. Geil. Next. Oh nein, Ricky and Morty. Rick and Morty. Kenne ich ja nicht. Ich bin ja überhaupt nicht so... Ich habe, glaube ich, noch nie irgendeine Folge von Rick and Morty gesehen. Wie sieht es da bei euch aus? Also das ist definitiv was für die Verlosungskiste.
ist das Morty. Steht zumindest unten. Includes left arm for snowball. Build a figure. Aha. Alle Folgen super Serie. Okay. Der Wahnsinn. Okay. Das wandert in die Giveaway-Box. Ich glaube, wir müssen mal zwischendurch mal so eine Kiste verlosen. Denn es sammelt sich schon ganz gut was an. Ist aber allerdings hier ganz wichtig. Ups. Da unten. Age 6 Plus. Da könnten einige ausscheiden hier aus dem Stream. Also ab 6 leider. Dann haben wir hier sowas. Eine Gym Bag. Das ist so ein, ja, so ein Beutel, den man sich wie so eine Art Rucksack trägt. Ja. Hm. Ist sogar ein exklusives Loot-Chest-Ding mit einem Totenschädel drauf. Was ist denn das da oben? Nep? Nepack? Ach nein! Komm, wer kennt's? Ich kenn's nicht, weil ich die Serie nicht kenne. Jetzt möchte ich einen. Ich möchte einen von euch. Unter uns möchte ich das sehen. Der weiß, was das ist. Woher das ist. Aus welcher Serie. Komm. Ja, Diaxos. Diaxos weiß es halt. Diaxos weiß es. Aus. Steht drauf. Da steht doch gar nicht One Piece drauf. Doch, da oben! Ja, da, ich habe da nur Nep-Egg gelesen. Ich habe gelesen Nep-Egg. Da steht One Piece. Ja, was weiß ich? Ich kann nur Nep-Egg lesen. Hier, da habe ich es dann erkannt. One Piece Gym Bag. Okay, die wird auch verlost. Sowas. Dann, ja, gibt's einen Lolli. Und ist, glaub, das letzte. Ja. Ja, halt, ey, was soll denn das? Ich hab das nicht so gesehen. Wow, was ist das denn? News Commander. Das Handbuch zum Film. Von fantastische Tierwesen. Oh, geil. Das ist auch ein sehr schweres Buch. Hat zwar nicht so viele Seiten. Aber das ist hier so, ach, wie sagt man das? Es ist, plastisch halt irgendwie, weißt du? Es hebt sich hier vor. So ein, ach Mensch, wie heißt denn das? Wenn das so ein, wenn man das spüren kann. Geprägt oder was weiß ich. Auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht. Und was ist da so drin? Scheint doch zumindest auf Deutsch zu sein. Ich lese mal vor. Erfahre alles über Newt Scamander und fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Den genialen Film aus J.K. Rowlands Zauberwelt. Wirf einen Blick in Newt Scamanders verzauberten Koffer. Begegne atemberaubenden Tierwesen, entdecke die Straßen des New York der 1920er Jahre und triff Newts faszinierende Freunde. Dieses magische Handbuch nimmt dich mit auf ein interaktives Abenteuer durch fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Mit Extras wie magischen Zeitungen, Plakaten und vielen anderen Überraschungen ist dieses Buch für jeden Fan etwas ganz Besonderes. So, und dieses Buch kostet normalerweise 20 Euro in Deutschland. 20 Euro in Deutschland, in Österreich kostet 20,60 Euro. Allein das Buch. So, ich glaube, das war's. Oder was ist das hier? Nee, es gibt nur eine kleine Postkarte. Couch Quarantine Edition Wars. Das ist geil. Das weiß ich schon, wem ich die Karte mal irgendwann schicken kann. Finde ich cool. Chrono Obst. Und das Heft. Und das war's. Das war die Loot Chest Mai. Und ich bin teilweise
begeistert, teilweise ist aber auch irgendwie nichts für mich dabei, denn sind 90. Ich bin halt kein Fan von Rick and Morty. One Piece ist auch nicht meins. Dann das T-Shirt finde ich mega gut, das gefällt mir sehr. Dann das Buch ist ganz nett. Ja, wir schauen mal durch in dem Heftchen. Wir schauen mal hier durch. Das ist übrigens auch sehr nice. Im Jahresabo kostet die Box 20 und wenn man die Plus Edition will, wo ein Gegenstand zusätzlich noch mit drin ist, 25 Euro pro Monat. So, wir haben hier einmal das T-Shirt, was ich wirklich cool finde, finde ich sehr schön. Im Wert von 15 Euro. Dann haben wir das Büchelchen, das Handbuch. Und das hatten wir schon gesehen für 19. Oh, das hat sogar einen Marktpreis nur von 16 Euro. Okay. Dann die Gym Bag. Hier. Für 13 Euro im Markt. Die wunderbaren NASA Socken für 5 Euro. Eigentlich sind die Socken mein Highlight. Dann haben wir die wunderbare Postkarte, die ich sehr hübsch finde. Gratis. Den Lolli gratis und als Plus. Das ist das Plus. Der Plus-Gegenstand ist die Rick and Morty-Figur. Und ich würde mal fast sagen, ich habe die beste Figur abgegriffen, oder? Und die kostet 13 Euro. Geil. Ja, für mich ist die Box, für mich persönlich eher so eine. Ja, ich muss sagen, eher so eine 3 bis 4 von 10. Nicht so geil, weil ich selbst eigentlich nur das Buch gut finde und das T-Shirt und die Socken. Obwohl, dann ist es schon. Das sind ja schon die Hälfte der Sachen schon gut. Dann gebe ich mal eine 5 von 10 oder eine 6 von 10. Kinder sind sauer, wenn sie Socken geschenkt bekommen. Ich freue mich. Wenn es spezielle Socken sind. Die sind ein bisschen langweilig, weil das NASA-Logo eben nur ganz oben ist. Ja, das geht noch besser, Luches. Mal richtig knallige, geile, bunte Socken von oben bis unten. Das wäre mein Wunsch. Aber ich finde es schon mal cool, dass generell Socken dabei sind.